Squad. Ah, verdammt. Hat das jemand überlebt? Außer ich. Wow, dass ich das überlebe. Das ist wirklich ein kleines Wunder. Meine eigene Granate aus Dummheit geworfen. Naja, nicht schlecht. So, das sieht mittlerweile aus hier, aber die Grafik ist wirklich noch relativ gut, muss ich sagen. Also dafür, dass das Spiel schon 6 Jahre alt ist. Trottel. Sowas pisst mich an. Wenn dauernd ununterbrochen irgendwelche Gegner durch Türen kommen. Der war schnell. Wieso dauern die Ladezeiten so lange? Ja, die hat's definitiv erwischt dort oben. So, quick save. Ich spamme hier einfach mal ein paar Granaten rein. Mal gucken. Aber ich habe viel zu viele davon. Ist der einzige, der übrig geblieben ist hier? Ich hoffe es doch mal. Enkelos. Ja. Ja, wer die nicht mitnimmt, bekommt wahrscheinlich später Probleme. Was? Nein. Was ist hier? Irgendwelche Rechenbuden hier. Granaten, sehr schön. Painkillers, sehr schön. Sonst noch irgendwelche Sachen hier. Yep. Painkillers kann man nie genug haben. Besonders in so einem Level wie hier. Kenner da. Aber sieht von der Grafik her schon mal richtig cool aus. Sind zwar noch nicht so die Shader-Effekte drin. Da lebt er noch. Auf der anderen Seite stehen die Arschlöcher. Geht's hier geradeaus weiter? Nein. Einfach weitergehen. Und wieso tue ich jetzt mal den falschen Knopf drücken? Naja. Oh, hasse es. Sorry. Diese Mission ist wirklich richtig. Also selbst, es gibt ja noch zwei höhere Schwierigkeitsgrade, die man nach dem Durchspielen wählen kann. Der Bullet-Time-Modus sowieso, also ohne den geht's aber bald nicht mehr. Oh mein Gott.
Schalen, wo die hergekommen sind hier. Hier raus. Nein. Ah, Painkiller, sehr schön. Wo sind die hergekommen? Jeder Gegner muss da auch irgendwo hergekommen sein. Von hier oben bestimmt. Yep. Woden's in his panic room at the back of the manor. Oh, ich hasse euch. Okay. Ist alles clean. Ich sollte nicht so nah an diesen Fässern stehen. Hab ich gedacht. Pinkelos. Nein. Überall Glasscheiben hier. Ist sie das? Ah, okay. Mona, wait. Stop. This is love. Ouch. When someone drags you from the wreckage when you have given in, ready to just lie there and die. I told you not to come here. It's my job to clear up this mess, and you're a part of it. Throw away your guns. Wow. Story schafft es jedes Mal zu überraschen. When someone, no matter what the cause, shows you there is hope, a choice. Oder tut sie das bloß so? See, I can't do it. You're a bastard, Max. This is love. Wow. Love hurts. Wow. Ich hab das vor Jahren mal gespielt, aber... I was so looking forward to you two killing each other. Ah, you can't have everything. I've been here before. Ground Zero. You are making me look incompetent by refusing to die. Das ist ein riesen Arschloch. Stop. I am sorry. Enough. A bomb went off in my head. The bullet lodged in my brain, moved to fatal, microscopic distance. Wow, das ist definitiv. Du weißt nie, wer für dich ist, gegen dich ist. Traue niemanden, nicht mal dir selbst. Das ist echt heftig manchmal, ja. The killing has gone too far. I have only begun. It's better to serve in heaven. You flatter yourself. Demented fool? Yep. I felt the rise of that old familiar feeling. I hated it. Oh my god. Ich glaube, das sprengt jetzt was hier. Ich glaube, diese ganzen gelben Fässer hier. Wieder in ein Loch rein. Everything was clear again. No more ambiguities, no more questions. No gun when you need one. Wow. Warum ist er jetzt gegen mich? One last thing left to do. I was compelled to give Vlad his gun back. Give me a gun! Damn!
Wandel. So, bin zwar schon wieder fast tot, aber. Verdammt! Was sind das eigentlich für Typen hier? Die sind seltsam. Sprengt er mich jetzt? Oh nein. Oh, ich hasse es.